Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute um Real Talk bezüglich Shisha, YouTube und generell Shisha auf sozialen Netzwerken oder Livestream oder ja, Videoplattformen. Und wir werden gleich noch in ein paar Runden Blackjack gehen, wie ihr das vielleicht gerade im Hintergrund schon seht. Und ja, ihr seid hier gerade im Stream-Layout von uns und somit möchte ich auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass unser nächster Livestream am Freitag ist. Also, wenn ihr es seht, morgen Abend, beziehungsweise inaktiv jetzt, morgen Abend geht's los mit einem dicken Livestream. Wir hauen wieder ordentlich Geld in die Slots rein und in Blackjack und Roulette und was weiß ich. Kommt gerne mal vorbei auf Twitch. Da sind wir gerade aktiv. Wir haben jetzt unser Affiliate hinbekommen. Das heißt, wir können jetzt abonniert werden, wir können Donations erhalten und wir werden einfach jetzt besser gerankt. Das heißt, es kommen jetzt auch mal ein paar mehr Leute in den Stream rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute hier von YouTube mal rüberschauen würden. Vielleicht habt ihr Interesse, wir machen nicht nur Slots, wir machen auch Shisha-Streams. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach Bock auf einen nice Shisha-Talk habt, kommt gerne da mal vorbei. Und ja, womit möchte ich denn starten? Als allererstes, warum sind wir jetzt derzeit ein bisschen inaktiv? Wir haben ein paar Videos vorgedreht, wir haben ein paar in der Pipeline. Ein bisschen was anderes, wir waren zum Beispiel bei Adalia im Showroom, haben da einmal mit einem Adalia-Mitarbeiter ein Video gedreht, der euch alles komplett vorstellt, was Adalia so zu bieten hat. Die ganze Produktpalette halt. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal das nächste Video, was auf jeden Fall kommen wird. Und deswegen wir ja so inaktiv sind, ist es halt einfach, dass wir uns mehr auf Stream konzentrieren. Wir haben extrem Spaß dran, es macht unfassbar Bock mit euch einfach live zu quatschen, einfach ihr schreibt in den Chat, wir interagieren und das hat nochmal ein viel anderes Feeling als einfach nur ein Video, wo dann vielleicht 5 Stunden später ein Kommentar drunter ist, was super nice ist, aber ne, diese Interaktion und so ist einfach was ganz, ganz anderes und macht um einiges mehr Spaß, wenn es live ist. Ja, womit haben wir jetzt gestartet? Wir haben, wie gesagt, ein paar Shisha-Streams gemacht, wir haben sehr viele Slot-Streams bisher gemacht, werden aber auch in Zukunft auf jeden Fall auf Gaming gehen. Sei es FIFA, sei es COD, sei es Fortnite, sei es Spielwünsche, die ihr einfach reinschreibt. Wir haben Bock auf alles, wir haben eine Elgato da, wir können alles anschließen und ja, kommt einfach gerne mal rein, sagt mir einfach, wie ihr unseren Stream findet, Verbesserungsvorschläge gerne. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein neues Mikro dafür, hört ihr vielleicht gerade, ist nicht die optimale Lösung jetzt dafür, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, es generell auf YouTube mit den Shisha-Sachen. Wir sind nicht monetarisiert, das kann ich ja offen sagen. Also wir kriegen kein Geld durch Werbung oder sonst irgendwas. Wir haben mit YouTube noch 0 Cent verdient. Wir machen das Ganze jetzt seit mehr als 3,5 Jahren und immer nur hobbymäßig, immer nur für die Community, für euch einfach ja, unsere Sachen, die wir haben, weitergeben und einfach was für diese nice Shisha-Szene zu tun, die auch weiterhin absolut nice ist, aber es ist halt einfach, dass YouTube da viele Steine in den Weg legt. Das ist halt einfach das Problem. Wir haben nicht die Chance, ja, irgendwie gut vorgeschlagen zu werden bei anderen Videos. Sobald man zum Beispiel Tabak oder Shisha in den Titel schreibt, wird das Ganze nur noch gar nicht bis selten auf anderen Videos vorgeschlagen. Also ihr kennt es ja vielleicht rechts auf der Leiste am PC, wenn ihr auf YouTube seid, empfohlene Videos. Da tauchen wir so gut wie nicht mehr drin vor, nicht mehr drin auf, sobald irgendwas mit Shisha oder so im Titel steht. Ist schwer für einen Shisha-Kanal. Wir haben auch nicht den Anreiz, da jetzt uns auf was weiß ich wie viele tausend Abos zu pushen oder generell damit Geld zu verdienen. Das haben wir einfach nicht. Und ja, deswegen ist es halt einfach, gerade auch dadurch, dass die Shisha-Branche derzeit so ein bisschen stagniert, würde ich sagen, mit Neuheiten, nicht ganz so einfach, gute Videos zu machen und die Reichweite zu bekommen, wie wir sie zum Beispiel damals bekommen haben. Ist auch absolut nicht schlimm, ist halt einfach so. Aber ja, deswegen als Ausgleich, um irgendwie weiterhin in der Shisha-Szene aktiv zu sein und natürlich ein bisschen mit den Leuten, die man sich so jetzt über diese Jahre dann doch angeeignet hat, die einen verfolgen, weiter gut in Kontakt zu bleiben, haben wir natürlich auch die Sache mit Twitch. Und es macht einfach unfassbar Spaß. Deswegen konzentrieren wir uns weiter darauf. YouTube-Videos werden kommen, es wird nicht aufhören oder sonst was, das ist auf gar keinen Fall. Sobald wieder mehr Sachen released werden, werden wir sie vorstellen, sobald wir wieder coole Produkte da haben, die wir zeigen können, werden wir was machen, aber derzeit, wie wir es eigentlich geplant haben mit den 3 Videos die Woche, funktioniert einfach nicht.
Dafür haben wir keinen Content und dafür lohnt sich es halt auch einfach absolut nicht zeitlich. Also wenn wir jetzt in ein Video 3 Stunden Arbeit reinstecken, haben wir mit dem 3-Stunden-Stream, den wir gemacht hätten, in der Zeit um einiges mehr viel Spaß gehabt. Wie gesagt, uns geht es absolut nicht ums Geld oder sonst irgendwas. Uns geht einfach nur darum, mit euch Spaß zu haben und eine nice Zeit zu verbringen. Deswegen, unten in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall der Link zum Twitch-Account. Das ist einfach twitch.tv/shishadu oder shishadu einfach auf Twitch suchen. Kommt auf unserem Kanal, morgen gegen 19 Uhr starten wir am Freitag und ja, würden uns auf jeden Fall über jeden von euch freuen. Wir gehen in eine Runde Blackjack rein, würde ich jetzt mal sagen. So, wir sind im nächsten Game drin. Hoffen mal, dass das Ganze jetzt hier funktioniert. Gerade wurde ich irgendwie rausgekickt. Ja, keine Ahnung warum, aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier mal mit dem 5er rein starten. 60 € sind noch auf der Uhr. Wurde schon ein bisschen gezockt, sagen wir mal so. Schauen wir mal, was die nächsten Runden so bringen. Mal schauen, vielleicht schneide ich euch was zusammen. Oder ja, die nächsten 2, 3 sind jetzt einfach ganz nice. Ist jetzt ein bisschen doof, da wir jetzt keinen Ton haben hier. Also, der ist immer verbuggt, dieser Tisch. Keine Ahnung. Auch schade, dass ich sowas schon weiß. Und ja, dann schauen wir mal, ob meine Einsätze jetzt angenommen werden hier. Das werden sie. Sehr, sehr schön. Und dann wollen wir mal rein starten hier. Guter Start. 18 gegen 10. Ja, müssen wir auf jeden Fall standen. Aber ich mag es einfach nicht, wenn der Dealer eine 10 bekommt. Ne? Ja. Irgendwie finde ich das schlechteste Start, den man haben kann. Der Kollege zieht noch auf 17 hier. Ist ja immer das Schlimmste, ne? Wenn man jetzt so für sich alleine zockt und nicht irgendwie noch im Stream ist. Und da ist der erste Win. Sehr, sehr schön. Aber wenn man nicht irgendwie im Stream ist oder so und dann da Leute drin sind, die ja, 10 Jahre brauchen, um sich zu entscheiden, das ist absolut nervig. Wenn du dann den ganzen Tisch voll hast und alle da ihre 20 Sekunden brauchen, um ihre Hits oder was weiß ich abzugeben oder Stands, dann nervt einfach absolut hart. Und ja, im Stream ist das natürlich was anderes. Wenn dann da ihr dabei seid oder so, dann schreibt man natürlich. Wir haben erstmal einen Blackjack hier gehittet. Sehr, sehr schön. Der Kollege hat ja mal wieder eine 10. Und ja. Wenn ihr das Spiel kennt, könnt ihr ja mal reinschreiben und in die Kommentare, ob ihr es feiert oder ob ihr vielleicht doch lieber Roulette spielt oder ob ihr überhaupt Slots überhaupt spielt oder was weiß ich. Wenn ihr Slot spielt, wie gesagt, könnt ihr gerne in den Stream reinkommen, Vorschläge machen, was wir spielen sollen. Gehen wir auf alles immer ein. Und ja, da ist der nächste Win. Sehr, sehr schön. Jetzt guter Start rein. Wir repeaten mal, obwohl wir genau ein bisschen höher. Oh, die 70, 7 € drauf. Ich muss mal wieder die Kohle drauf ballern. Habe ich gerade runtergenommen. Teste mich gerade selber wieder dran. Funnel ohne Sieb. Oh, wir müssen hitten. Ein Funnel ohne Sieb zu rauchen. Und ja, läuft noch nicht auf Anhieb. Aber da haben wir gut gehittet. Extend mal die 20 natürlich gegen eine 2. Wäre auch dumm, wenn nicht. Wäre dann schön, wenn die 7 auch wieder hier durchgehen. Für jeden, der sich fragt, was gerade geraucht wird, ist einmal der Adalia Black Strong Raspberry und einmal gemischt mit dem Somo Strong Peach. Sehr, sehr geile Mischung. Richtig empfehlenswert. Der Black Raspberry haut mich absolut um. Da wird es auf jeden Fall noch ein Review zu geben. Jetzt hoffen wir mal, dass er hier. Oh. Das war natürlich gar nichts. Schade. Ja, wenn wir wieder drauf. Das war ja scheiße. Aber Jungs, 5 ist noch ein Plus da. Und aus den 5 hier auf dem Tisch liegen, kann man auch noch was machen. So. Schlechter Start. Ein sehr schlechter Start für uns. Guter Start für den Dealer. Stand nur. Dein Kollege zieht bei 11, absolut verständlich. Auch auf der 17 bleibt auch stehen und jetzt werden wir beide durchgenudelt vom Dealer. Was sag ich? Wir gehen wieder mit dem 5er drauf. Ja, war abzusehen. Wie gesagt, 10 als Anfangskarte für den Dealer, absolut eklig. Ich würde sagen, 2, 3 Runden gehen noch und den Rest seht ihr dann auf jeden Fall Freitag im Stream live. Und ja, guter Start.
Ja, müssen wir leider hitten. Er hat schon wieder einen Zehner liegen. Scheiße. Räudig. Haben wir so gut reingestartet. Den zweiten sofort einen Blackjack gehabt. Ja. Macht alle kaputt. So. Zwei gehen noch. Wäre aber ganz schön, wenn wir mit einem Plus hier rausgehen aus den zwei Runden. Dass wir auf jeden Fall über den 60 stehen. Damit ich jetzt auch noch privat ein bisschen weiter zocken kann, wisst ihr. So, vier Leute, jetzt wird die Runde auf jeden Fall ein bisschen länger dauern noch. Guter Start. Wir haben Blackjack. Ah, sorry. Wir haben 20. Versichern uns nicht. Hoffen einfach, dass der Dealer jetzt keinen Blackjack hat. Hat er auch nicht. Und ja. Wir standen die 20. Ist natürlich trotzdem kritisch, wenn er ein A da liegen hat, ein Ass. Wie gesagt, gilt entweder als 1 oder als 11. Das ist natürlich mehr Chance, dass man jetzt verlieren kann. Aber schon mal gut, dass er keinen Blackjack hat. So, der Kollege doppelt. Geht auf die 20 hoch. Sehr, sehr clevere Nacht. Ja, bei 12 muss er nochmal ziehen. Und verkauft sich. Und wir haben den Push. Gehen in die letzte Runde rein für dieses Video. Und hoffen, dass wir damit jetzt dann 50 Cent plus machen und nicht auf 50 stehen bleiben. So, letzte Runde. Schlechter Start. Ja, 9 wird gehittet. Entweder im Bild oder auf 11. Das ist eigentlich meine Lieblingszahl zum Hitten. Genauso will ich es haben. So sollte es doch sein. Jetzt darf der Kollege hier nicht auch auf 21 kommen, weil ich habe nicht schon wieder Bock auf den Push. So, wir sind wieder auf dem Einsatz. Wir sehen uns morgen Abend, hoffentlich zahlreich. Kommt gerne rüber, könnt gerne schon ein Follow da lassen auf ja, Twitch. Dann verpasst ihr den Livestream morgen nicht, kriegt ihr die Benachrichtigungen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein und ciao. Danke fürs Zuschauen.